dass das alles relativ strukturiert ist. Ne? Die Nummern geben immer mit LVI los, Leistung VI, dann kommt die entsprechende Positionsnummer. Die Benennung geht immer los mit Aus PLPs, Aus Preislistenpositionen und so weiter und so fort. Und das kurz zu Ende geführt, dieselbe Struktur, wenn wir uns das auf der Materialebene anschauen, gibt es auch noch auf der Materialebene. Dort heißt dann eben die Kodierung nicht LVI für Leistung VI, sondern MVI für Material VI. Auch hier steht beim Materialnamen wieder davor Aus PLPs etc. Was ich aber machen möchte an der Stelle ist nur eins: Ich gehe einfach mal auf die Lohngruppen, gehe auf diese nochmal systemseits generierte Gruppe und sage löschen. Und damit sind die gesamten Inhalte weg. Und ich gehe genauso auf die Gruppenverwaltung im Bereich der Materialgruppen, gehe auch dort auf die, ne, kryptisch nummerierte Materialgruppe für die VI-Position, lösche das ebenfalls, ne, mit sämtlichen Artikeln. So, ne, die kurze Meldung ignoriere ich einfach mal und sage, ich habe jetzt eins gemacht, ich habe jetzt die Kalkulation, die als Branchenmodell massiv kommt, komplett wieder reduziert auf die automatisch angelegten Löhne, die automatisch angelegten Materialien und die gesamte Handwerkerkalkulationsinhaltsstruktur mit den Jumbos als Kopiervorlage. Für sie habe ich inklusive Gruppen ebenfalls komplett gelöscht. So. Und die Idee war, Ihnen jetzt hier einmal kurz zu zeigen, dass diese Inhalte, von denen wir ja sagen, sie werden automatisch generiert, ebenfalls generiert. Also wirklich generiert werden. Sie auch sehen, wie das passiert. Ich gehe einmal auf den Bereich Preise und Aufschläge und in diesem befindet sich unter anderem hier dieser Bereich Preislistenposition. Nochmal für dieses ganze Thema Preislistenposition Jumbos gibt es nochmal separate Videos. Wir sind momentan erstmal bei den Standardinhalten der Kalkulation und das, was ich dafür mache, ist, ich gehe einmal auf die Bearbeitungsebene der Preislistenposition. Wenn ich hier die Gruppenstruktur aufmache, und Sie 3 Minuten zurückdenken, dann sehen Sie, dass diese Gruppenstruktur, die wir hier sehen mit Erdarbeiten, Gründung, Außenwände, Innenwände und so weiter und so fort, exakt die Gruppenstruktur war, die wir in dem Gewerk, ne, HWK gesehen haben und die wir inhaltlich gelöscht haben. Gleichzeitig ist es so, wenn wir auf die Wände gehen, sehen wir auch hier, dass es genau die Wände sind, die wir eben in der Gruppe Außenwände gesehen haben und so weiter und so fort. Das heißt also, dieser Inhalt der Preislistenposition ist das Kernherz, was diese Jumbos erzeugt. Und diese Jumbos sind unterm Strich wieder technisch für die Masterkalkulation funktioniert Zusatzpositionen, die eine Stückliste bekommen. Und die Frage ist eben, was ist das, was getan werden muss, wenn eben jetzt so etwas gelöscht worden ist, wenn so etwas vielleicht gar nicht gelöscht worden ist, sondern aktualisiert werden soll oder eben eine neue Erzeugung nötig wäre. Ich bin im Bereich der Preislistenposition, ich bin auf Bearbeiten gegangen, ich stehe in irgendeiner der Gruppen, ich stehe auf irgendeiner der Preislistenpositionen und diese Inhalte, die hier vorhanden sind, sind so angelegt in den Branchenmodellen Massivo und Holzner, dass sie in der Lage sind, mit dieser Schaltfläche erstelle Zusatzposition, dem System zu sagen, bitte erstelle mir die Zusatzposition. Er sagt dann nochmal, ne, für alle Preislistenpositionen, egal in welcher Gruppe, siehe Gruppenstruktur oben, werden mit diesen Funktionen Zusatzpositionen erzeugt. Das heißt also, das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, was ich gelöscht habe, erzeugt er jetzt neu. Wenn Sie diese Aktion für einzelne Preislistenpositionen vornehmen wollen, nutzen Sie bitte die Funktion mehrere und wählen hier abbrechen. Das heißt also, hier unten gibt es eine Schaltfläche mehrere, hätte ich jetzt eben vielleicht ein, zwei Positionen aus Versehen gelöscht, könnte ich das eben auch separat machen oder hätte ich was ergänzt, etc. So. Bei Fortfahren sollten bereits vorhandene Positionssorten mit Texten Einheiten aktualisiert werden? Fragezeichen, ja, nein. Das ist das, was ich gesagt habe. Diese Aktualisierung bedeutet, dass wenn Sie so ein Set einmal erzeugt haben, dass eben zu dem Zeitpunkt der Erzeugung eben auch die Preise gebildet werden und mit dieser Aktualisierung Sie jederzeit eben in der Lage sind, diese Preise
zu aktualisieren, eventuell auch textuelle Veränderungen zu aktualisieren, etc. So, jetzt habe ich ja gesagt, jetzt fragt ihr nur noch, in welchem Gewerk sollen diese Zusatzpositionen erzeugt werden. Achtung, das Gewerk muss also da sein. Deswegen hatte ich eben auch das Gewerk HWK-Ausschreibungsposition inklusive Stücklisten nicht gelöscht, sondern nur die Gruppen.